Mit dem heutigen Tag haben die Hundtage begonnen und damit eigentlich eine einmonatige Schönwetterperiode. Mit Sonnenschein und etwa 30 Grad ist morgen zumindest mal ein ganz guter Anfang. Zum Ende der Arbeitswoche können es die Temperaturen schon wieder bis an die 30-Grad-Marke schaffen und mit etwas Glück sogar auch darüber hinaus. Dazu gibt es viel Sonnenschein und nur ein paar Wolken. Nachts ist vom Himmel dann aber nichts zu sehen. Dazu kann es bei 20 bis 23 Grad auch regnen. Das Wochenende bleibt voraussichtlich trocken. Erst in der Nacht zum Montag könnte es anfangen zu regnen. Und der Regen hält dann auch den Montag über an. Die Temperaturen nehmen wieder etwas ab. Maximal 26 Grad sind am Wochenende zu erwarten, 24 Grad zum Start in die neue Woche. Kreislaufbeschwerden und Kopfschmerzen sind bei der morgigen Wetterlage wahrscheinlich. Aber dabei bietet sich Gelegenheit, eine eingefangene Erkältung auszukurieren.